Willkommen zu meiner Kochschau. Kleiner Witz, wir sind in Hoi An, lernen hier nicht nur vietnamesisch kochen, sondern ich zeige euch den vielleicht besten Strand Vietnams und eine wunderschöne Altstadt. Bleibt dran. 3 Wochen reisen wir durch Vietnam, während wir vorher im Norden unterwegs waren und dabei atemberaubende Berge, leckeres Essen und schöne Natur begutachten konnten, sind wir jetzt also in Hoi An. Die vielleicht schönste Altstadt des Landes und ein Strandvergnügen, das ich so in Vietnam nicht erwartet habe. Jede einzelne Bar hat Live-Musik. Wie geil ist das denn bitte? Ich kann gar nicht beschreiben, wie geil das schmeckt. Moin Leute, willkommen in unserem Zug. Falls ihr das letzte Video gesehen habt, ich bin ja in den Nachtzug gestiegen von Ninh Binh nach Hoi An. Fast 13 Stunden später sind wir jetzt fast da. Ich muss sagen, die Nacht war echt geil. Das Bett ist super hart. Man wacht ab und zu manchmal auf, weil der Arm einschläft. Klingt jetzt schlimmer als es ist, denn eigentlich ist es super bequem. Wir haben uns dieses kleine Zimmer mit 2 anderen Leuten geteilt, hatten richtig viel Komfort ansonsten. Wir haben ja freies Frühstück bekommen und auch noch ein paar Snacks dazu bekommen. Also echt ziemlich geil. Die Nacht war gar nicht so holprig und so laut, wenn man seine Ohrstöpsel hat auf jeden Fall. Deswegen, ich bin jetzt sogar ausgeschlafen, konnte ein bisschen chillen und bin jetzt richtig gespannt auf Hoi An. Also Mike aus dem Auf, erzähl doch mal, was machen wir alles in Hoi An? Gute Frage. Bekannt ist die Stadt nicht nur für ihre schöne Altstadt, sondern auch für das Kulinarische. Gerichte, die es nirgends anders gibt, werden wir testen und sogar selbst nachkochen. Aber wir schauen uns auch die Region genauer an, denn hier gibt es echt sehr viel zu sehen. Aber vielleicht noch ein paar Infos zum Zug. Die 13-Stunden-Fahrt hat uns am Ende ganze 80 Euro pro Person gekostet. Aber es lohnt sich, vor allem die VIP-Cabins, die ihr hier seht. Man kann hier auch richtig schön die Aussicht genießen und kommt dann ausgeschlafen an. So, jetzt sollte ich aber langsam im Hotel angekommen sein. So Leute, eigentlich wollte ich euch direkt zum Essen bringen, aber erstmal zeige ich euch unser Hotel, denn das ist insane. Wir haben uns so ein Boutique-Hotel geholt, aber schaut euch mal den Raum an, wie edel das alles aussieht, die Badewanne allein schon. Wir haben einen Spa, wo man hier zu Happy-Hour-Zeiten eine kaufen muss, eine Massage und 2 bekommt. Dann haben wir einen großen Pool hier auf der Dachterrasse. Wir haben einen Gym hier und die Leute sind super lieb und haben uns so viele Empfehlungen schon mitgegeben, was wir hier essen sollen. Ich bin richtig hyped. Ich mache mich jetzt fix fertig und dann gehen wir uns erstmal ein bisschen was zu essen holen. Auf dem Weg seht ihr übrigens, wofür die Stadt noch bekannt ist. Und zwar Schneidereien an jeder Ecke. Anzüge und Kleider maßgeschneidert gibt's hier. So, unser erster Essenspunkt ist bei Madame Kang. Die machen eins der besten Banh Mis der Stadt. Und wenn ihr jetzt denkt, Banh Mi, warum holst du das in Hoi An? Das habt ihr doch schon überall. Ihr habt einen kleinen Glimpse davon ja schon mal bekommen in Cat Ba. Da hatten wir auch einen Banh Mi Hoi An. Hier gibt es das Original und Madame Kang ist eine der ältesten und besten Institutionen dafür. Und ich bin richtig gespannt. Wir werden richtig geile Sachen essen hier. Oh my goodness. So the meat is full of flavor. And the bread is very crunchy. It is very good. Alright, das war mit Abstand das beste Banh Mi, was ich in Vietnam hatte. Mit riesigem Abstand. Nicht nur, dass die Fleischsorten perfekt zusammengemixt waren und die Soße richtig gut geschmeckt hat. Das Baguette war das krosseste und knusprigste, was ich bisher hatte. Generell ist es ja auch so, dass die Region sehr für gutes Baguette steht. Der Legende nach sind ja, weil die Franzosen hier als erstes angekommen sind, haben sie hier das reinste Baguette-Rezept mitgebracht. Und die Leute hier haben das natürlich verwendet. Aber eigentlich ist es, weil sie sehr gutes Weizenmehl verwenden, während andere teilweise schlechter qualitatives Weizenmehl oder auch zum Teil Reismehl verwenden. Aber auch die Säfte und der Kakao und der Kaffee, alles war mega geil. So kann Hoi An
weiter abliefern. Generell, die haben ja sehr viel eigenes Essen, obwohl es eine super kleine Stadt ist. Es liegt daran, weil die Stadt ein riesiger Melting Pot war. Die Portugiesen sind hier zuerst aufgetaucht und haben den Katholizismus extra ins Land gebracht. Die Franzosen waren hier zuerst. Chinesen, Japaner, alle waren hier. Der Hafen ist auch sehr wichtig gewesen vom 15. und 19. Jahrhundert, aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Denn jetzt gehen wir in die Altstadt und gucken uns wirklich ein bisschen die geschichtlichen Sachen an. Ich habe euch erklärt, die Stadt ist für Essen bekannt, aber auch dafür, dass sie im Mittelalter sehr bekannt war, sehr wichtig war, vor allem für den Handel, von auch Seide und Co. Deswegen seht ihr hier super viele Schneidereien, die euch maßgeschneiderte Anzüge, Kleider und Co. machen. Die sind hier wie Sand am Meer und sind natürlich relativ billig und natürlich Top-Qualität und mit Top-Stoffen. Bedenkt aber, ihr braucht mindestens so 3 Tage, wenn ihr euch wirklich das anfertigen lassen wollt, komplett. Weil ihr müsst ja erst vorbeigehen, den Stoff aussuchen, am zweiten Tag wird dann nochmal Maß genommen, dann nochmal was überarbeitet. Kostet also eine Zeit und bei Kosten ist natürlich, nehmt nicht den billigsten, weil es gibt hier genug auch die Fake sind. Informiert euch vorher, fragt in eurem Hotel, fragt Leute aus der Gegend, welche denn die besten sind. Die sind teilweise ein bisschen teurer, für unsere Verhältnisse aber immer noch billig und machen die beste Ware. Gegenüber all den anderen Städten, die wir in Vietnam sehen, gibt es hier einen Vorteil. Und zwar ist die Altstadt eine reine Fußgängerzone. Deswegen ist es deutlich ruhiger, deutlich angenehmer. Und ja, man sieht überall diese ganzen alten Gebäude, ne, die aus dem 18. und 19. Jahrhundert kommen. Wie gesagt, die Stadt ist gerade vom 15. bis 19. Jahrhundert richtig bekannt gewesen für ihren riesigen Hafen. Hier gibt es überall diese alten Häuser, die wir uns auch gleich anschauen werden. Wichtig für euch ist aber, ihr braucht auf jeden Fall ein Ticket, um hier reinzukommen. Denn das wird alles dafür genutzt, um die Stadt zu erhalten. Dafür darf man sich dann auch 4 oder 5 alte Häuser anschauen, die noch zum alten Stil sind, wie so ein kleines Museum. Sowas hatten wir ja auch schon in Hanoi. Mike aus dem Off, erzähl du doch noch mal ein bisschen mehr über die Stadt, während ich mich umschaue. An der Seidenstraße gelegen entwickelt sich Hoi An zwischen dem 16. und 19. Jahrhundert unter der Nguyen-Herrschaft zu einem riesigen Handelszentrum und wächst und gedeiht. Danach wird Da Nang aber viel wichtiger, aber das ist gut für Hoi An, denn während des Vietnamkrieges blieb es nahezu komplett verschont. Deswegen können wir jetzt noch diese schöne Altstadt genießen. An den Gebäuden erkennt man auch klar den chinesischen und japanischen Einfluss. Teilweise hier sogar was wie chinesischen Zeichen, aber die Gebäude sehen auch teilweise super japanisch aus. Ganz anders, als wir es sonst in Vietnam gesehen haben. Wie wichtig die Stadt auch war, ist einfach, das muss man sich mal verinnerlichen. Der erste portugiesische Explorer im 16. Jahrhundert, der hingekam ist, war schon in dieser Stadt und hat das hier gesehen. Natürlich nicht so in diesem Ausmaß wie jetzt, ne? Viele Häuser sind eher aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Aber trotzdem war hier schon damals der Hafen und es war trotzdem hier schon ein Mittelpunkt für südostasiatische Kultur. Deswegen gibt es hier auch einen Haufen an Museen. Aber dazu gleich noch mehr. Die Lanternen, die ihr hier übrigens überall seht, sind ein Wahrzeichen von Hoi An und die kann man hier sogar selber machen. Wir haben uns entschieden, wir würden aber eigentlich lieber eine Cooking Class machen und mal so richtig schön Gerichte, vietnamesische Gerichte kochen lernen. Aber mal schauen, wie es die Tage und nächste Tage wird und was wir hier machen. Auf jeden Fall haben wir heute ziemlich Glück mit dem Wetter. Man muss auch ehrlich sein, eigentlich sollte man im November nicht nach Zentralvietnam gehen. Überschwemmungen sind hier in der Tagesordnung und leider wirklich mittlerweile an der Tagesordnung. Da erzähle ich heute noch nachher noch mehr in einem gewissen Haus dazu. Vor allen Dingen vor 3-4 Wochen war es hier noch komplett überschwemmt oder sogar vor 2 Wochen noch. Deswegen sind wir gerade sehr lucky, dass die Sonne scheint und hoffen, dass es weiter so bleibt. Aber wenn ihr im November kommt, dann seid euch sicher, die Chance, dass es hier regnet, ist sehr, sehr hoch. Selbst teilweise die Läden sind hier wie Museen, wenn man drin sieht, wie die ganzen alten Seidemaschinen gemacht wurden und wie Seide überhaupt hergestellt wurde. Richtig geil. Gefühlt jedes zweite Haus hat hier so eine alte Holzvertäfelung. Also es fühlt sich echt an, als würde man in der Zeit zurückreisen, auch weil es hier so ruhig ist und hier eben keine Motorräder durchfahren. Gerade wenn es dann zum Fluss geht, wird es richtig romantisch. Selbst bei Tageslicht sieht man auf die Anfahrt die kleine Insel, die ja noch davor ist, die über eine Brücke verbunden ist. Und gerade bei Abend soll es richtig krass sein, aber das zeige ich euch nachher noch. Ich
wollte euch jetzt eigentlich die geilste Brücke zeigen, die japanische Brücke aus dem 16. Jahrhundert, die so heißt, weil japanische Handwerker die damals gebaut haben. Aber anscheinend ist sie momentan wohl kaputt oder unter Construction. Normalerweise konnte man da durchlaufen und die war auch noch sehr gut erhalten von damals. Naja, schade. So, wir sind jetzt in einem dieser alten Häuser, in die man nur mit Ticket rein darf. Man hat versucht, das so ein bisschen zu restaurieren und auch so ein bisschen auszustellen, wie so ein Haushalt früher war. Wir haben sowas ja schon mal in Hanoi gesehen. Sieht richtig geil aus. Das Ticket müsst ihr euch kaufen, um die Altstadt sehen zu dürfen. Theoretisch könntet ihr überprüft werden, wurden wir aber nicht. Aber naja. Die kleine Insel auf der anderen Seite der Brücke ist ja vor allen Dingen bekannt für den Night Market, den wir uns auf jeden Fall heute noch anschauen werden. Aber auch, wir werden uns die auch bei Tag mal anschauen, aber an einem anderen Tag. Aber ihr seht schon, dass sich hier die Boote langsam vorbereiten, denn wenn hier die Sonne untergeht, dann gehen die ganzen Laternen an. Und vor allen Dingen bei Vollmond soll das eine riesige Party sein. Die haben wir leider verpasst. Der nächste Vollmond ist leider 2 Wochen nachdem wir hier waren. Aber sieht trotzdem schon wunderschön aus. Ich bin echt gespannt auf gleich. Den großen Einfluss, den China auf diese Region hatte, sieht man überall daran, dass es noch diese Assembly Halls gibt, zum Beispiel wie hinter mir, die kantonesische. Ja, die sind richtig schön ausgeschmückt. Wenn man natürlich bei so einer Hitze drauf ist, holt man sich nicht nur einen Iced Kaffee, sondern geht auch zu Mott. Die haben nämlich einen Lemon Herbal Tea, also so einen Limonenkräutertee, und der ist so eine krasse Geschmacksexplosion. Kostet vor allen Dingen nur 16, so billig, mega geil, das perfekte Erfrischungsgetränk. Ein wunderschöner Souvenirshop ist noch Reaching Out, der von größtenteils Taubenpersonen geleitet wird, und die haben richtig schöne Sachen hier, kann man sich auf jeden Fall angucken. Man muss aber auch ehrlich sagen, die Stadt fühlt sich zwar viel ruhiger an, weil hier keine Motorräder sind, aber gerade gegen Abend wimmelt es hier nur von Touristen. Aber es ist trotzdem ein Anblick, der sich lohnt, sonst wären hier wahrscheinlich auch nicht so viele Leute. Schaut euch das einfach mal an in Ruhe. Ehrlich, ich dachte, Hoi An ist eine Kleinstadt. Wir werden 4 Tage wahrscheinlich noch ganz viele andere Sachen hier sehen. Aber jetzt nach einem Tag, wir haben glaube ich noch nicht mal die Hälfte gesehen. Jetzt werden wir aber zum Abschluss des Tages noch auf den Night Market gehen. Wichtig für euch, hier kann man handeln, wenn man da drin gut ist. Beim Essen, bei allem Möglichen. Aber vielleicht führe ich mal rum und vielleicht esse ich noch mal was Schönes Leckeres. Ich habe mir ein bisschen was anderes vorgestellt unter dem Night Market. Irgendwie ist es eigentlich nur Klamotten und anderer billiger Schnickschnack. Klar, es gibt hier auch so ein paar Essensstände, aber irgendwie ist es dann doch alles das Gleiche. Nicht vergleichbar mit den Night Markets in Hanoi oder Bangkok. Schade. Die Bars rundherum mit den erleuchteten Laternen bringen immerhin eine schöne Atmosphäre. Jede einzelne Bar hat Live-Musik. Wie geil ist das denn bitte? Zum Abendessen sind wir zu einem Khao Lao Restaurant gegangen. Das ist eine Spezialität hier aus Hoi An. Soll sehr dicke Nudeln haben, so eher japanisch. Und die werden in einem heiligen Wasser, das hier aus einem Berg kommen soll. In dem Wasser werden sie gekocht bzw. gebrüht. Und deswegen gibt es die auch nur hier. Dazu gibt es dann Schweinefleisch oder Tofu. So ein paar Croutons, Bohnen und Salat. Und das ist eine richtig geile Mischung. Ich bin so gespannt. Ich kann gar nicht beschreiben, wie geil das schmeckt. Die Nudeln sind richtig, richtig schön dick, aber auch nicht zu weich, sondern perfekt. Das Schweinefleisch ist super knusprig, aber das Tofu, also die vegetarische Variante, schmeckt noch besser, noch saftiger. Die Croutons machen das einfach noch, bringen noch dieses Knusprige mit rein, mit diesem Weichen. Das ist ein richtig geiler Mix. Und wenn man dann noch die Bohnen und den Salat drin hat, bringen die so eine Frische mit, die einfach zusammen eine richtige Geschmacksexplosion ergeben. Das Ganze gerade mal für 40 Dong. Super billig hier. Also das Essen und Getränke generell in Hoi An zu fahren. Und das ist nicht mal 2 Euro.
Richtig geil. Wir hatten jetzt schon zwei Gerichte hier und die haben krass überzeugt. Ich bin so gespannt, was heute Abend noch zu bieten hat. Das Restaurant Khao Lao Tan war übrigens auch sehr geil und die gibt es schon seit über 30 Jahren. Übrigens, alle Restaurants und Highlights haue ich natürlich auch wieder in Google Maps in die Videobeschreibung. Perfekt für euren Urlaub. Ich habe mir das erste Mal in meinem Leben einen Bubble Tea geholt, aber auch nur, weil es ein Kakao ist und da sogar Nesquik-Kügelchen drin sind gefühlt, kann man mal essen oder trinken. Keine Ahnung, was sagt man dazu? Naja, das war Tag 1. Jetzt geht's an den Strand. So, ihr kennt die Tradition, wir suchen wieder nach einer richtig schönen Eisschokolade. Diesmal sind wir bei Alluvia, das ist ein Schokolatier hier in Hoi An. Mal schauen, ob die eine richtig gute Eisschokolade haben für den Start in den Tag. Der Laden ist echt sehr cute und hat eine riesige Auswahl an Schokolade und anderem süßen Stuff. Wenn ihr Schokofans seid, solltet ihr hier vielleicht einen kleinen Abstecher hinmachen. Aber wie ist das Getränk eigentlich? Der Kakao ist richtig lecker, die machen den mit frischem Kakaopulver. Man kann entscheiden, wie süß man möchte. Richtig lecker. Der Laden ist wunderbar süß. Wenn ihr also Schokolade mögt, geht auf jeden Fall hier hin. Aber wir werden jetzt nach dieser Erfrischung uns auf unsere Fahrräder schmeißen, denn wir fahren jetzt an den Strand, und von den schönsten, den Hoi An zu bieten hat. Das Coole hier ist, ihr fahrt fast die ganze Zeit geradeaus, kommt dann am Strand an. Hier müsst ihr natürlich wieder fürs Fahrradparken bezahlen. Fahrt wieder bis vorne vor, soweit es geht, damit ihr nicht irgendwo gescammt werdet. Wie in Ninh Binh gibt es hier an jeder Ecke Fahrradplätze, die etwa 10.000 kosten. Aber es ist ja locker verkraftbar und dafür ist man direkt am Strand. Ein paar Restaurants, ein paar Hotels direkt am Strand. Das Wasser ist unheimlich warm. Wir haben uns jetzt zwei Liegen geholt für 100 zusammen. Es ist nicht unbedingt billig, wenn man hier auf vietnamesische Verhältnisse schaut. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, weil wir haben Schatten, denn es ist heute richtig brütend heiß und wir wollen ja nicht verbrennen. Die Strände in der Region sind bekannt für Windsurfen und gehören zu den schönsten des Landes. Wie ihr seht, ist es hier auch relativ wellenreich. Wir sind hier in der Da Lang Bay. Ganz da hinten sieht man Da Lang sogar schon. Deswegen ist es hier noch ein bisschen wellenreicher und deswegen ist Surfen hier auch sehr beliebt. Hier sieht man übrigens diese kleinen Boote, die man auf dem Mekong fahren kann oder auch hier auf den Flüssen. Für uns aber sehr touristisch, deswegen lassen wir das. Aber sieht mal interessant aus, sie zu sehen. So, nach ein paar Stunden am Strand haben wir uns entschieden, dass wir noch in einen Café gehen. Sound of Silence ist, glaube ich, nur 100 Meter vom Strand irgendwie entfernt. Man soll richtig gute Getränke haben, hat eine richtig krasse Bewertung. Sieht auf jeden Fall schon mal super aus hier. Hier am Café ist es echt schön, sehr gemütlich. Die haben einen schönen Außenbereich. Und wenn man weitergeht, kommt man dahin zum Strand. Und da haben sie natürlich kleine Hunde, die super süß hier überall rumlaufen. Der Kakao war jetzt nicht so krass. Dafür ist der Passionfruit Juice exzellent. Wir haben jetzt auch einfach eine Stunde hier gesessen und einfach mal gechillt. Lohnt sich auf jeden Fall. On top gibt es hier noch einen kleinen Privatstrand, der sehr leer und ruhig ist. Vielleicht sogar noch besser als der Anbang-Strand, an dem wir vorher waren. Naja, deswegen sind wir auf jeden Fall nochmal wiedergekommen. Aber jetzt geht's erstmal wieder zurück. Auf dem Weg vom und zum Strand kommt ihr übrigens durch wunderschöne Reisfelder, wenn ihr mit dem Fahrrad fahrt. Wir haben unsere Fahrräder übrigens umsonst vom Hotel bekommen. Sind natürlich nichts zu vergleichen mit denen in Ninh Binh, aber sind trotzdem ganz schön, oder? Über diese Oase zwischen Stadt und Strand erzähle ich nachher noch mehr. Denn dann machen wir die Cooking Classes. Aber jetzt erstmal zu den Heritage-Häusern in der Altstadt, also den kleinen Museen. So, nach dem Strand machen wir natürlich noch ein bisschen Geschichte und Kultur. Und zwar sind wir in der Innenstadt im Tam Kỳ Haus. Meiner Meinung nach das beste Haus, das es hier gibt für die Geschichte. Die haben hier erstmal sehr viele alte Ausstellungsstücke und das Haus ist seit 8 Generationen in der gleichen Familie im Besitz. Das Haus wurde im 18. und 19. Jahrhundert gebaut und ist typisch für diese japanisch-chinesische Kultur. Deswegen, das sieht man überall, ne? Also wenn ihr die ganzen Gewölbe und sowas euch anschaut, aber auch die Schrift und Co. Hat alles einen asiatischen Vibe. Ich habe euch vorher schon erzählt, dass Überschwemmungen hier in der Tagesordnung sind. Das sieht man hier auch im Tam Kỳ Haus. Überall die Markenzeichen für die großen Fluten. Das ist echt krass. Die können hier sogar die Möbel hochziehen, damit sie vor der Flut geschützt sind. Und die sind alle noch so dick im Holz, dass es alles safe ist.
Die Leute kommen hier von beiden Seiten in großen Touren gleichzeitig an. Man kann hier Touren bekommen, wo die Leute einem mehr erklären, kommt deswegen also so früh wie möglich hier morgens hin. Wenn man durch die Stadt spaziert, sieht man ab und zu auch solche krasse Sachen wie dieses Gate, das zwischen zwei Tempeln ist und aus dem 18. Jahrhundert sogar schon ist. Mega nice. Wie ihr seht, in zwei Tagen kann man hier echt viel erkunden und man sieht sich trotzdem nicht satt an dieser Stadt. Bringt genug Zeit mit für die Altstadt und Region. Denn Hoi An ist ein absolutes Highlight für Vietnam. Ein Must-Visit. Wir stehen jetzt vor dem White Rose in Hoi An, denn die haben eine andere Spezialität der Region. Und zwar Dumplings, also so eine Art Maultaschen oder Pierogi und all solche Sachen. Kennt ihr ja, Wontons. Die haben sie gebraten und in der normalen Variante und die testen wir heute mal. Wir haben nur zwei Sachen auf der Speisekarte. Wie vorhin schon gesagt, einmal die gedämpften, normalen Wontons, die White Rose heißen, so auch der Laden hier. Ne? Und wir haben uns aber für die frittierte Version entschieden, die oft auch als Hoi An Fried Pizza bezeichnet wird, weil eben Tomaten on top sind, Shrimps, so ein bisschen aussieht wie eine Pizza, aber erinnert wahrscheinlich eher so an Tortilla-Chips, weil es so richtig schön knusprig gebraten wird. Ich bin richtig gespannt. It's something I've never had before. But sorry, it's a very good idea. I like the shrimp. I love the tomatoes. Very good. Vielleicht kann ich das echt nicht einordnen. Eine leichte Süße drin, die Shrimps sind ganz gut, die Wontons sind richtig, richtig knusprig und die Soße on top auch leicht süßlich. Kann man auf jeden Fall mal gemacht haben. Den Nachtisch holen wir uns am Night Market. Thailändisch inspirierte Pfannkuchen. Erinnern sehr an Crepe. Zum Abschluss habe ich mir eben noch was auf den Streetfood Market geholt. Und zwar einen Banana Pancake. Den kann man fast überall essen, wird hier aber sehr oft vergeben. Kennt man den aus Thailand, da habe ich ihn zum Beispiel kennengelernt. Lecker. Aber neben Sonnenschein und leckerem Essen gibt es hier auch Lowlights, und zwar der Regen. Schaut euch diesen Platzregen mal an. Hier kann es halt auch mal regnen und heute ist so ein Tag. Deswegen genießen wir den einfach mal im Spa, machen uns ruhigen. Ihr könnt an so einem Tag hier halt auch zu einem Taylor gehen, ne? Oder irgendwo rausfahren. Die Marble Mountains, Da Nang. Es gibt ja einiges, was man sich hier anschauen kann, wo man auch shoppen gehen könnte. Wir springen jetzt aber einfach in den letzten Tag. Da haben wir eine Cooking Class. So Leute, es regnet in Strömen, aber wir machen uns jetzt auf zu unseren Cooking Classes. Die haben wir uns übrigens online rausgesucht. Es gibt jede Menge hier. Wir werden die auf der Kräuterinsel sozusagen machen bei Baby Mustard. Die nehmen uns vorher mit auf den Markt. Ich bin richtig gespannt, wie das wird. Cooking Class oder nicht, ihr solltet auf jeden Fall morgens auf den Markt. Dann sind die ganzen Vietnamesen hier, die sich ihr Gemüse frisch kaufen und auch ihr Fleisch und Co. Richtig cool. Der Markt ist immer noch ganz groß. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen. Früher war der Markt natürlich noch viel größer. Ich habe euch ja schon gesagt, dass es eine sehr wichtige Hafenstadt war, also auch einen sehr wichtigen Markt hatte. Dennoch ist der Markt immer noch riesig. Man merkt aber, da war echt noch mehr. Hier sieht man auch diese ganzen Früchte, vor allen Dingen aber auch Kräuter, die wir in Deutschland zum größten Teil gar nicht haben. Das Gute ist, ich habe in Berlin das Dong Chuan Center, so ein vietnamesisches Center, ganz in der Nähe. Und da kriege ich sehr viel, also kann ich die Gerichte auch zu Hause nachkochen. Ich hatte euch beim Khao Lao Essen ja schon gesagt, dass man spezielle Nudeln braucht, die es nur aus so einem Ancient Brunnen gibt. Die kriegt man natürlich hier im Market. Die werden wir in Deutschland nicht bekommen, dafür werden wir dann andere Nudeln benehmen. Ich denke mal, die schmecken jetzt nicht so groß anders. Sogar noch einen Oldschool Brunnen, wo sich die Leute ihr Wasser schöpfen für ihre Kräuter und Co. Nach dem Markt sind wir jetzt beim Tra Khe Village, da ist deren Station. Da sind wir schon durchgefahren, das ist auf dem Weg zum Strand und das ist da, wo die alle ihre Kräuter anpflanzen. Die haben ja auch ein eigenes Beet im Garten und hier einfach die Cooking Station, wo wir heute kochen werden. Leider ist unser Koch nicht so aktiv im Englisch sprechen. Das hat wohl früher seine Tochter für ihn übernommen und deswegen sind sie so gut bewertet. Trotz Verständigkeitsschwierigkeiten sind wir aber ready fürs Kochen und der Vorteil, wir sind alleine und er kümmert sich nur um uns. Guckt euch mal bitte diesen geilen Hut an. Wenn ich da meinem Nachnamen Koch nicht gerecht werde heute, dann weiß ich auch nicht.
wir lernen jetzt das ganze Kochen hier. Ne? Wir haben die ganzen Gewürze hier stehen, die ganzen Zutaten. Und unser Koch zeigt uns die ganze Zeit, wie es funktioniert. Und wir werden drei Gerichte machen. Cao Lao, Hähnchen süß-sauer und was mit Beef. Mega geil. Und bei den guten Cooking Classes wie unserer könnt ihr euch übrigens bei der Anmeldung für Gerichte entscheiden und da noch addieren, ob es sogar vegetarisch oder vegan sein soll. So Leute, Chef Mike hat sein erstes Gericht gemacht. Cao Lao. Das ist die Vorspeise nur und die sieht schon riesig aus. Ich glaube, wir werden heute mehr als satt. Rating. Ist natürlich nicht so gut wie von den Profis, weil der das gedacht, dass ich das nicht so gut kann. Auch wenn dann Englisch der Durchschnitt unterdurchschnittlich ist, bringt uns so gut das Essen Koch bei. Erste Gericht war schon mal richtig gut. Zweites Tisch. Wir haben jetzt nur die Hälfte genommen. Die andere Hälfte nehmen wir mit. Also man kann es jetzt auch einpacken lassen. Das ist ja auch ein Restaurant eigentlich hier. Und das ist jetzt Sweet and Sour Chicken mit richtig schönem Fried Chicken. Das wir in so einer richtig großen Pfanne, also wie so eine Fritteuse machen mussten. War sehr heiße Angelegenheit. Ich bin hyped. Completely honest, this is the best one I ever had, really. I'm not lying. It's because we made it. So Leute, wir hatten ja noch ein drittes Gericht mit Beef. Wir nehmen das jetzt alles mit nach Hause, weil das sehr viel ist. Es ist auch gerade mal 12 Grad. Die Tour ist am Ende 3 Stunden lang oder 4 Stunden lang. Macht auf jeden Fall Spaß, lohnt sich. Wenn ihr natürlich mehr unterhalten werden wolltet, dann sucht euch eine Tour, wo mehr Englisch gesprochen wird. Hier ging es mehr ums Kochen. Der Typ hat 30 Jahre gekocht. Also sehr viel Erfahrung in so einem Resort. Essen war richtig geil. Das werden wir auf jeden Fall mal nachgucken. Für mich heißt es jetzt aber, wir sind fertig mit Hoi An. Hoi An war richtig krass. Ich weiß nicht, was mein Highlight eigentlich war. Die Altstadt, die richtig wunderschön ist. Oder vielleicht doch dieser unglaublich schöne Strand. Also wenn Leute euch sagen, Vietnam, Strandurlaub geht nicht, ist gelogen, geht wohl. Wir werden jetzt uns weitermachen, auf zur nächsten Station, Ho Chi Minh City. Haben aber noch einen Abend hier, den wir ohne euch verbringen werden. Da werde ich mir ein Tattoo stechen lassen. Und wieder ein Cliffhanger, das seht ihr dann in Ho Chi Minh City. Tschüssi! Und vergesst nicht zu subscriben und zu liken und all sowas. In Ho Chi Minh City werden wir es nochmal richtig krachen lassen, denn die Stadt ist ja riesig. Und es sieht hier einfach aus, als wäre es Las Vegas. Außerdem schauen wir uns die kleinen Apartment-Cafés an und genießen unseren letzten Spot in Vietnam. Ich hoffe, ihr seid ready, denn wir sind kurz vorm Ende. Ab in die Highlights.